Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still! Frag, wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Wer spricht da mit uns? Beth? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh, geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Überleg mal, wäre das da tatsächlich Beth? Ich meine, wir könnten rausfinden, was passiert ist. Okay. Mal überlegen. Beth? Oh, Beth, wir möchten uns dafür entschuldigen, was da passiert ist letztes Jahr mit Hannah. Und wenn du das hören kannst, bitte, bitte glaub uns, dass es uns allen schrecklich leid tut. Bei dir und Hannah. Wir entschuldigen uns, Beth, bei euch beiden. H. A. N. N. Das heißt Hannah. Warte, es geht weiter. K. L. L. Oh mein Gott. Killed? Leute, wieso sagt sie ermordet? Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Es muss sein. Nein, bleib ruhig. Ich glaube, das heißt, jemand hat Hannah ermordet. Ich weiß es nicht. Ich stelle noch eine Frage. Okay. Wer ist Hannahs Mörder? Wer war das? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris! Ach,
Wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter. Es ist nicht echt. Ich kann das wirklich brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Jess? Jess! Oh, verdammter Scheiß! Jessica, ach komm schon. Jess. Süße, bist du da drin? Ah! Wow, shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Jess, wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Ah! Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mache ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich wohl mehr anstrengen. Du willst also mehr? Na, dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Thank you.
Wow, wow, wow. Was für ein schöner kleiner Liebesbeweis. Ein M und ein E. Hast du eine Ahnung, was das heißen könnte? Oh, heißt vielleicht Elizabeth und Myron. Oder vielleicht Michael und Emily. Entspann dich. Mir war bloß nicht klar, dass du auf Kitsch stehst. Macho Mikey. Ich war letztes Jahr mit Emmy hier, aber im Ernst, sehe ich etwa wie der Typ aus der Herzen in Bäumeritz? Ich hätte auch nicht gedacht, dass du kreischst wie ein Mädchen, aber kennt man einen Menschen denn jemals wirklich? Das war bestimmt M. Sie steht auf das ganze kitschige Zeug. Ja klar, sicher. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Also. Abartig. Psst. Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Jemand da? So, wie du es beschrieben hast, Michael. Und was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Das ist cool. Ich will es nicht wissen.
Verdammt! Echt furchtbar. Shit, ich glaube nicht, dass er durchkommt. Hey, Mann. Oh mein Hey, Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Oh. Ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel, es ist bald vorbei. Lauf! Oh mein Gott, was soll deine Farbe? Keine Ahnung! Eine Brücke ist hier lang, Mike! Komm hier rüber! Ist ein Bär, bestimmt ein Bär! Da! Da! Schon, wir müssen weiter! Ja! Ja! Nein! Hol den Schlüssel! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn! Nein, 100%, 100%, 110! Krass, ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja, my lady. Was? Oh, Scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Looky, looky. Jetzt gibt's Feuer für mein Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist es ein Feuer? Nein, viel cooler. Ne?
Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Schale bei Waffen immer komplett am Rand? Nichts? Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Oh! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Du bist falsch verkabelt. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Mark 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so weit. Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess? Ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Voila, die Läden sind dicht. So, wo waren wir?
Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und was? Was durchzuziehen? Also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Oh, komm schon. Was? Verschon mich doch mit diesem albernen Kinderkram. Das ist doch Blödsinn. Es ist die Wahrheit. Klingt kompliziert. Na, vielleicht bin ich kompliziert. Toll. Was? Ich dachte, du wärst keine von denen, die nur ihre Spielchen treiben wollen. Wofür hältst du mich denn bitte? Für ein Flittchen? Nein, nein, nein. Ich meine, du bist halt nicht kompliziert. Michael. Du bist echt ein Arsch, weißt du das? Manchmal wünschte ich mir, du wärst nicht so süß. Und den Rest der Zeit? Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau, wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel.
los? Ah, Chris! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee. Du gehst. Vielen Dank. Wow. Was? Wow, was ist das? Heilige Scheiße. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Stammt anscheinend von Joshs Mom. Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Das war Josh! Das kam aus der Küche. Josh!
Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich werde... Ash? Ash! Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Ah, voller Überraschungen. Ich glaube, ich kann dich jetzt langsam viel besser verstehen. Ich fürchte, unsere Zeit ist wieder um. Sei nicht zu streng mit Joshua. Er hat viel, sehr viel durchgemacht. Aber das weißt du ja schon, oder?